Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Video zu Clash Royale. Wie ihr wahrscheinlich schon am Titel und Thumbnail erkannt habt, geht es heute um die gestörte Ruhestätte-Herausforderung. Eine eher besondere Herausforderung, so wie die letzten, da es die so noch nie gab generell. Ihr konntet sie höchstens vor einigen Tagen und heute noch hier oben spielen ohne Turnier. Empfehle ich euch auch natürlich einmal auszuprobieren, dass ihr es seht. Natürlich seht ihr jetzt bei mir das Video, dann müsst ihr das nicht ausprobieren. Hier könnt ihr aber euer eigenes Deck aufbauen und so bla bla bla, wie ihr wollt. Aber darum geht's nicht. Und zwar spielen wir die richtige Herausforderung, da wo man verlieren und gewinnen kann. Wie in jeder Herausforderung habt ihr hier drei Tries. Solltet ihr alle drei verkacken, müsst ihr 100 Juwelen bezahlen oder ihr habt den Pass oder Diamond Pass Royal. Dann könnt ihr for free weitermachen. Was ich in meinem Fall jetzt machen werde. Und das Besondere an diesem Turnier ist, so wie in den. Ja, die versuchen das zu häufigen, das finde ich gut von Supercell. Die vermeiden, dass man zu viele von diesen Season-Tokens da hat. Und man kriegt ganz am Ende diesen Banner hier vom Skelettkönig. Ist nicht das Allerbeste, aber ich nehme den mal mit, ne? Warum nicht? Besser als die 2000, die man dort bekommt normalerweise. Man bekommt insgesamt, würde ich mal behaupten, 8200 von den Shop-Tokens. Das wird für euch hier irgendwo eingeblendet. Weil beim ersten Sieg kriegt ihr 500, beim zweiten nochmal 500, beim dritten nochmal 500, beim vierten 600, beim fünften 600. Beim 6. 600, beim 7. 800, beim 8. 800, beim 9. 800, beim 10. 1000 und beim 11. 1500. Normalerweise wäre beim 12. Sieg 2000 Shop-Tokens oder Season-Tokens, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Diesmal ist da der Banner da ein bisschen besser. Aber ja, ein Banner ist halt ein Banner leider. Es wäre cool, wenn die mal wieder machen würden, dass überall so ein paar Belohnungen verteilt sind. Aber okay, das einmal geklärt. Dann. Wir werden das Turnier mit einem Random Deck spielen. Deswegen drücken wir hier auf dem Fragezeichen und kriegen ein 3,5er Elixier Deck. Lakaien, Horde, Pfeile, Ritter, Koboldfass, Musketieren, Scharfrichter, Geistgolem und Königsgeist. Ich werde euch in der Runde genauer erklären, worum es im Turnier geht. Oder auf die Schnelle sagen, was vielleicht gute Sachen sind, die ihr nehmen könnt und alles drum und dran. Auf jeden Fall gehen wir in die erste Runde rein. Also, hier sind wir in der ersten Runde gegen SLHÖCL oder so. Viel Glück auf jeden Fall. Und ihr seht, es beginnt direkt mega viel. Also ihr seht erstmal rechts von der Gegnerseite aus und links bei unserer Seite einen Grabstein, was gerade kaputt geht. Das verhält sich wie ein ganz gewöhnliches Grabstein. Nur dass, wenn es komplett kaputt geht, geht da ein Königsgeist raus. Ihr seht, Gegner hat da oben eins, wir haben auch eins links. Eher links. Und ja, das war das zu dem kleinen Grabstein. Die spawnen auch immer wieder, immer gegengesetzt von einem anderen, glaube ich auch. Gibt es da nicht viel mehr zu erzählen. Und der große Grabstein in der Mitte, also logischerweise den hier und bei den Gegnern den hier, da spawnen Guards immer, wie ihr schon gesehen habt. Immer drei Stück, die spawnen beide auf derselben Lane, außer die werden natürlich weggelockt von den Gegnern oder von mir irgendwie. Und sollte der Grabstein kaputt gehen, der geht nicht auf Zeit kaputt. Das heißt, man müsste da selber entweder Zauber draufschmeißen oder irgendwas muss connecten. Der geht auf jeden Fall nicht von selbst kaputt. Den muss man selbst zerstören. Wenn der kaputt geht, kommt da ein Skelettkönig raus, den man dann benutzen kann. Ja, ganz normal wie ein normaler Skelettkönig mit Fähigkeiten, alles drum und dran. Wenn man den zerstört, muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man den auch verteidigen kann, den Skelettkönig und alles, was noch kommt. Ich glaube, der Gegner gibt jetzt auf, deswegen demonstriere ich euch das jetzt hier. Ist für uns gut optimal jetzt zum Zeigen. Aber ich zerstöre jetzt mal den großen Grabstein und da kommt ein Skelettkönig, wie man ihn kennt. Deswegen ist übrigens in dieser Herausforderung alle Champions verboten, glaube ich, nach meinem Wissen war es. Der Spiegelzauber, genau, der Spiegelzauber halt, ist geblockt. Und auch der Klonzauber, warum auch immer, ist gesperrt. Frag mich nicht wieso, aber gut. Auf jeden Fall haben wir diese Runde schon mal gewonnen. Ging relativ schnell. Ich konnte auch zum glücklicherweise alles schon mal demonstrieren, wie das so sein wird. Und ich würde sagen, weil das hier. Ja, kann man nicht mehr viel zu sagen. Wir gehen auf jeden Fall in die nächste Deckauswahl und machen unser nächstes Random-Deck rein. Hier sind wir wieder und ich würde sagen, wir klicken einmal drauf und bekommen 3,9er-Deck. Es sieht an sich schlecht aus, aber es hat gute Karten wie Valkyren-Bowler zumindest. Also wir haben auf jeden Fall 3,9er-Schnitt mit Valkyrie, Fischer, Ballon, Tesla-Turm, Fledermäuse, Riese, Blasrock-Kobold und Bowler. Aber ich würde sagen, wir gehen in die Runde rein. Hier gegen EG 34 oder 3-4. Viel Glück an ihn auf jeden Fall. Und ich kann euch in dieser Runde hier noch schnell auf diese Schnelle sagen, was ich vermute, was gute Karten sind für das Turnier. Heißt nicht, dass es die sind. Ich habe die ja selber noch nicht benutzt, wirklich. Zum einen, genau, er setzt es auch gerade direkt da, den Giftzauber.
Könnte ich mir als gute Karte vorstellen, genau aus demselben Grund, wie er es macht. Man kann gut die Grabsteine damit clearen. Man macht auch ganz guten Schaden, also mehr als ein Feuerball noch sogar. Die können einfach ganz gut optional werden. Falls ihr Giftzauber nicht wollt, könnt ihr auch Pfeile nehmen, denke ich mal. Ist auch eine gute Zauber, würde ich jetzt mal behaupten für hier. Valkyrie ist auch eine gute Karte, glaube ich. So wie der Bowler haben wir zum Glück beide da. Aber ich weiß nicht, ob die so gut sind, dass die jetzt ausreichen werden. Interessant könnte auch die Mutterhexe werden, finde ich. Wobei ich mir da nicht 100% sicher bin, aber könnte interesting werden. Muss man dann ausprobieren. Der Dunkle Prinz auch. Könnte interessant werden, aber dann Valkyrie weglassen vielleicht. Weil ich glaube, beide zu benutzen ist nicht so smart. Mal gucke da aber. Vielleicht spielen wir die ja zufällig nochmal. Aber ja, das gibt auf jeden Fall da einige Karten. Er spielt jetzt Mutterhexe zum Beispiel auch. Also er müsste ein ziemlich gutes Deck haben. Mit Mutterhexe, Giftzauber und so weiter. Den Royal Ghost selbst empfehle ich euch nicht zu spielen, auch wenn man sagen könnte, okay, ist nicht so, man kriegt den ja eh, aber ja, ich würde den jetzt nicht spielen, einfach so den Royal Ghost als Karte. Ich versuche auch mal, den Giant davor zu drücken. Leider schießt die Feuerwerkerin da vieles tot, aber ey, die stirbt jetzt von unserem Royal Ghost und der Magic Archer sogar vom Guard, was ziemlich nice ist. Wir können hier einen Bowley gleich setzen, der tötet auch gleichzeitig den Royal Ghost, der wo rauskommen wird dann. Und dann sind wir gut dabei. Er hat auf beiden Seiten guten Schaden gemacht dafür, aber mal schauen, derzeitig, wie es noch wird. Ich würde auch sagen, hier machen wir jetzt mal auf die Schnelle die Valkyrie rein. Ja, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so die beste Valkyrie war. Aber okay, die Mutterhexe hat leider überlebt, auch was noch schlechter für uns ist. Aber maybe können wir das noch irgendwie regeln. Okay, wir setzen Giant einfach mal nach hinten hin, weil wir sind ziemlich voll an Elixier. Es kann auch sein, dass bei mir gerade heller wird. Wieso, weiß ich nicht. Sonne halt. Ich nehme nämlich mit dem Sonnenlicht auf. Ich habe meinen eigenen Lichter derzeitig aus immer. Aber gut. Okay. Dann machen wir das so. Er könnte unseren Turm sehr wahrscheinlich noch bekommen. Deswegen empfehle ich einfach mal reinzugehen jetzt. Auf alles, weil er kann nur verteidigen oder angreifen. In dem Falle muss er verteidigen oder will er verteidigen. Wodurch wir entweder einen zweiten... Wir kriegen sogar zwei Türme, nice. Okay, cool. Hat er gut versucht, leider nicht ausgereicht. Vielleicht beim nächsten Mal aber. Auf jeden Fall gehen wir in die nächste Deckauswahl rein. Hier sind wir in der nächsten Deckauswahl. Die Sonne hat sich anscheinend entschieden, wieder wegzugehen. Auf jeden Fall, nächstes Random Deck wäre... Boah, 3,6er Schnitt ist okay preislich, aber... Wobei die Karten gehen noch, ich beschwere mich nicht. Wir haben den Bomber, den Magier, den Barbarenfass, den X-Bogen, Königsgeist, Knall, Elite-Barbaren und Bogenschützen. Die Elite-Barbaren werden halt niemals ankommen, gefühlt. Aber vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, den Gegner zu G-Baden oder so. Ich würde aber sagen, wir gehen in die Runde rein. Hier sind wir gegen Daniel. Er bekommt von mir auf jeden Fall ein viel Glück. Und wir setzen mal direkt den Magier ein. Magier kann auch eine gute Karte sein. Ich mag den Magier im Generellen jetzt nicht, einfach weil er so wenig Leben hat. Der stirbt gefühlt von allem. Ich glaube, der stirbt sogar auch vom Giftzauber. Vom Feuerball zum Glück nicht, aber... Ich meine, die, wo in Clash Royale weiter sind, die wissen vielleicht, was ich meine schon. Oder vielleicht wisst ihr es auch so, weiß ich nicht. So, das Fass war zum Glück relativ shit. Wir können mal probieren. Maybe ist es auch Meta, mit dem X-Bogen das abzusnipen. Für diejenigen unter euch, die mein letztes Video gesehen haben, wissen sogar, dass ich X-Bogen-Main-Spieler bin. Vielleicht gibt es da auch was, was ich damit anwenden kann. Und auf jeden Fall treffen wir den. Den Grabstein, sage ich jetzt mal. Und machen auch guten Schaden an dem. Ja, also es kann okay sein, aber ich würde euch nicht empfehlen, X-Bogen im Turnier an sich so zu nehmen. Ich glaube, das ist keine gute Karte. Als Random Challenge muss ich den natürlich annehmen. Ich werde gar kein Deck ablehnen, außer es ist doppelt eins da. Hatten wir schon mal. Deswegen, wenn ein Deck doppelt auftaucht, dann machen wir das auf jeden Fall nicht. Dann nehmen wir das nicht. Aber, naja, außer es verschafft mir Vorteile, dann überlege ich es mir. Nee, Spaß. Nee. Aber okay, er hat den Feuerball jetzt gewastet, war dumm sogar, glaube ich, weil der Royal Ghost jetzt früher rauskommt. Also ich glaube, das war jetzt nicht so ein Genius Move. Ja, der Knall war jetzt von mir auch nicht der beste, wobei der war okay. Ich dachte, der wäre schlechter. Leider kommen die Guards genau dann raus. Das war natürlich auch schlecht. Ja, und die Archers habe ich auch gefailt. Ja, okay, der X-Bogen macht aber guten Schaden an sich. Also er trifft vielleicht nicht mein Main-Ziel, aber
Den Damage, den er an sich angerichtet hat, der ist ja nicht gering. So, da mache ich lieber den Magier. Okay, war sogar gut in dem Falle, dass er alles getroffen hat. Ich wollte ihn aber sowieso setzen, deswegen dachte ich, mache ich auch den Magier einfach mal hin. Das Turnier durchspielen, ich sag jetzt mal auf diese Schnelle Nein, weil es ist ein Random-Deck-Turnier. Bei den Random-Decks-Turniers habe ich eigentlich immer Nein gesagt, weil die immer zu lange dauern. Sollte ich natürlich jetzt gefühlt alles wieder gewinnen, dann kann mir daraus gerne ein ganzes Stunden-Video machen. Oder von mir aus auch ein 2-Stunden-Video. Hatte ich, glaube ich, von Clash Royale aber noch nie. Was weiß ich. Je nachdem, wir gucken mal, wie sich das auswirkt, ja. Aber gut, wir haben jetzt zum Beispiel die Mitte da getroffen. Und der Skelettkönig kommt raus, genau. Und an sich ist es schon sehr stark für uns, weil unser Guard-Spawner, sage ich jetzt mal, ja, ist ja an sich ein Guard-Spawner. Der ist ja noch full. Der ist ja noch da und der wird auch weiterhin Guards spawnen. Was ziemlich gut für uns ist eigentlich, ist ein Free Guards. Der Typ spielt übrigens Royal Ghost auch als einzelne Karte. Aber ja. So, die E-Buffs, die kann man vielleicht auf der linken Seite jetzt wirklich investieren gleich, weil er hat ja nichts mehr. Also er hat ja seine Guard-Maschine, sage ich jetzt mal, Guard-Grabstein verloren. Ja, okay, wir kriegen gefühlt eh links den Turm. Aber wir können mal aufs Fahren auf die rechte Seite gehen. Zu gucken, was er denn gegen die E-Buffs noch machen kann. Okay, ein Sepp. Okay, das war so shit von mir, die. Ja, jetzt darf ich nur nicht reinjoken. Das wäre natürlich komplett schlecht von mir. Aber das müsste eigentlich geklärt sein. Ja, E-Buffs an sich empfehle ich euch nicht zu nehmen in dem Turnier. Ist wirklich, glaube ich, gar keine gute Idee. Predict Barb Barrel. Oh, hat sogar geklappt. Schön. Aber ja, auf jeden Fall war das der Win gegen Daniel. Und ja, ich würde sagen, wir gehen in die nächste Deckauswahl rein. Also, hier sind wir wieder. Bisher läuft super. Wir haben 3 gewonnen, 0 verloren. Und ich würde sagen, wir gehen ins nächste Random Deck. 3,9er Schnitt. Sieht aber okay aus, das Deck. Mir gefällt's. Spear Goblins, Minenwerfer, Blasrohr Kobold, Erdbeben, Barbaren, Riesenskelett, Megalakai und Henker. Erdbeben kann interessant werden. Mal gucken, wie viel Schaden es am Grabstein ausrichtet. Und Riesenskelett bin ich jetzt nicht so zufrieden. Aber ist halt so. Immer gibt es eine Karte, die man nicht möchte. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir in die Runde rein. Gegen M. Sir Kyle. Wir haben direkt den Erdbeben, dann warum nicht schmettern? Okay, es richtet auf jeden Fall Schaden an. Man erkennt den Damage da an schon. Okay, die Guards kommen echt spät raus. Aber, oh, der Minenwerfer war ein Missklick, das wollte ich jetzt nicht. Egal. Der Minenwerfer war ein Missklick. Er wird eh nicht reingehen können. So gut. Kann man mit dem Turnier, um echt zu sein, generell schwerer reingehen? Okay, er spielt Mega Knight. Okay. Dann kann man generell noch weniger reingehen. Der Minenwerfer macht sogar was. Das ist gut so. Doch, das war ganz gut bisher. Ihr könnt da sogar noch ein Erdbeben drauf schmettern. Wobei ich nicht weiß, ob das ein Genius Move ist, ja, weil sein Royal Ghost kommt dadurch ja viel früher raus. Klar, ich kann ihn früher umbringen, den Royal Ghost, aber. Ob das jetzt so der Move ist, der Move, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Wir haben halt fast einen Turm verloren auch, ne? Aber dafür ist sein Grabstein, sein Main-Grabstein, schätze ich mal, fast drauf. Also es ist an sich auch so. Ja, mir gefällt gar nichts gerade an der Situation. Okay, gut, wir machen mal einfach einen Dart Goblin hier hin. Soll er die Princess absnipen? Okay, Pfeile hat er nochmal geschmissen. Wir haben halt jetzt auf der rechten Seite, hoffentlich kommen die Guards gut raus. Kam gar nicht gut raus, scheiße. Ja, wobei doch, der Turm trifft noch. Ja, ich versuche mal noch zu deffen. Ich habe die Hoffnung, dass er keinen Zauber hat. Und gleich können wir auf dem Erdbeben, auf dem Grabstein meine ich, ein Erdbeben draufschmeißen, wenn er spawnt. Da ist er. Okay, und wir haben das down. Er hat einen Zauber. Und wir müssen gucken, wie wir gleich reingehen können dann. Er wird wahrscheinlich auf der linken Seite gleich einen Mega Knight setzen. Zumindest denke ich das mal. Komm, der Skelettkönig muss doch mal sterben.
leider ist jetzt genau links ein Grabstein gespawnt. Das ist halt nicht so cool von der Timing her. Und der Minenwerfer ist halt niemals schnell genug, ne? Ja, okay, er geht auch sowieso erst auf den Mega Knight. Ja, ne, schade. Haben wir verloren. War vielleicht wegen meinen Missklicks auf den Minenwerfer oder vielleicht war ich nicht vorsichtig genug. War ein schweres Matchup, muss ich auch sagen, leider. Aber ist halt so, manchmal geht's das und wir gehen in die nächste Deckrunde rein. Hier sind wir und was laber ich eigentlich mit Deckrunde? Also Deckauswahl meinte ich natürlich und ich würde sagen, nächstes Deck. Boah, 4,3er Schnitt. Ja, teuer auf jeden Fall. Funky, Infernodrache, Königsgeist, Feuergeist, Widerreiterin, Infernoturm, Feuerball und Barbarenhütte. Und aus irgendeinem Grund kriegen wir die ganze Zeit den Königsgeist, aber gut, das ist halt so. Und ich würde sagen, wir gehen in die Runde ran. Gegen Pinot, irgendwie sowas. Er kriegt einen Good Luck von mir. Und wir setzen einfach mal den Funk hier hinten. Er könnte Rakete spielen. Glaube ich aber nicht, dass er das macht. Weil Rakete kannst du ja nicht treffen. Du kannst ja nicht den Turm und Dings treffen. Okay, gut, dass der Königsriese für uns spielt. Wir haben zufällig den scheiß Inferno-Drache bekommen, den man eigentlich niemals in dieser Challenge nehmen würde, glaube ich. Aber ist okay. Boah, die Feuerwehrkrim wäre so schön, wenn wir die noch getroffen hätten, ne? Der Funky ist jetzt eh tot wahrscheinlich, aber der tötet den Royal Ghost nicht, weil der ehrenlos ist. Aber okay. Dafür ist unser Royal Ghost mit einem Hit weiterhin an seinem Guards-Teil dran. Ja, Mutterhexe kann echt schwer werden, ne? Ich meine, wir haben glücklicherweise einen Feuerball, aber der reicht halt nicht aus für sowas. Ach komm. Ja, der Sparky wird jetzt absolut nutzlos sein. Ey, nee. Ach komm, ich bin auch voll. Was mache ich eigentlich? Ich bin der größte Dödel. Mann, wenn ich verliere, ist es meine Schuld. Sowas aber von. Also, sowieso ist es meine Schuld, aber dann ist es erst recht meine Schuld. Ja. Lass mal ein bisschen weiter aggressiv, also nicht aggressiv, aber lass mal weiter so einen Sparky mal unterstützen, da soll man ein bisschen Probleme mit dem haben. Ja, er macht die Mutterhexe. Wir können es wieder aber ziemlich gut abwehren, glaube ich, mit dem Sparky. Die Barbarenhütte ist zwar jetzt nicht geil, aber die Barbarenhütte regelt was. Und maybe kriege ich das hin sogar, was mir gerade einfällt, die Widerrei... Jetzt war unter links ein Grabstein, wo ich die gesetzt habe. Ja, okay, der Feuerball war Waste. Aber okay. Okay, schön, dass wir den getroffen haben noch da. Ja, erstmal neue Barpart setzen einfach mal. Wir haben ja noch den Inferno-Turm. Oh Gott, wir haben zwei Inferno-Troops. Rein von der Theorie her gibt es nur noch den Mighty Miner. Ich weiß gar nicht, ob er das rafft, dass er rechts mehr Schaden gemacht hat, oder? Ich versuche jetzt hier mal den King Tower anzumachen. Okay, ich habe die Mutterhexe, glaube ich, gekillt gerade. Zumindest habe ich sie gehört. Mit dem Feuerball. Und da ist das Königsskelett. Das Problem ist... Okay, es ist tot. Er hat keine Guards-Dinger mehr und das König ist... Das König. Der Skelettkönig ist tot. So. Kommt jetzt genau Grabstein? Ja, leider. Aber ist okay. Ich komme halt nicht ran. Okay, wo, auf welcher Seite spawnt jetzt dieser Kackgrabstein? Da. Dann machen wir da einen Feuerball hin und gehen auf der anderen Seite rein. Wir haben noch eine Minute, wenn der Turm nicht zerstört natürlich. Und wir sind connected.
Was schon mal ein gutes Zeichen ist. Wir haben auch guten Schaden gemacht. Der Feuerball, der kann da... Ah, der Firecracker, bitte, bitte. Okay, wir haben die Firecracker noch getroffen. Wunderbar. Scheiße, ich habe den Grabstein vergessen. Egal. Scheiß auf den Grabstein. Wir gehen rein auf der Seite. Der Grabstein kann ja nicht alles regeln, oder? Der RNG war ein Fehler vielleicht. Ich mach mal einen Fernodrache rein, weil ich einfach was cyclen muss auf die Schnelle. Feuerball. Oh ja, der Fischer. Wunderbar. Wir haben sogar links fast auch kaputt gemacht. Schön. Schöner Sieg, war aber knapp 68 HP. Hätte er auch gut gewinnen können auch. Aber gut, wir gehen auf jeden Fall in die nächste Deckauswahl rein. Bisher läuft ganz gut, würde ich sagen. 4 Siege und 1 Lose. Also ein Drittel schon mal gewonnen und ein Drittel von den Loses, die wir haben dürfen. Bisher auch im Schnitt ganz okay. Ich würde sagen, nächstes Deck aber. 3,9er Schnitt. Das könnte ich verlieren, würde ich jetzt schon mal sagen. Ziemlich gut. E-Giant, Kobolde, Elektromagier, Eisgeist, Schneeballs, Riesenskelett, Schweinereiter und Ballon. Wir haben 3 Troops, die nur auf Türme gehen und ein Riesenskelett. Wir gehen in die Runde rein. Gegen Slammer, oder ja, Slammer schätze ich mal aus, spricht man ihn aus. Okay, wir machen Agent hinten, weil ich auf ihn warten muss, basically, was er macht. Magier links, da können wir ein Riesenskelett drauf schallern, wenn er nichts mehr macht. Aber er wird, schätze ich mal, dann noch irgendwas davor hauen oder so. Prinz oder keine Ahnung. Je nachdem, was er spielt, oder? Er lässt ihn sterben. Ja, okay. Da kann ich den Eisgeist setzen. Die 2 Bats da sind noch okay. Boah, mir passiert jetzt schon zu viel auf dem Bild. Also der Königsgeist, den kriegen wir mit einem Eos down. Und das hier müsste mit einem Schneeball ziemlich gut abgewehrt sein. Also, ja, wobei, hätte ich besser machen können, bestimmt. Und ich habe die Valkyrie nicht gesehen, aber die wird vom Guard zum Glück noch abgelenkt. Wir probieren den Ballon. Die Leute spielen zum Glück in diesem Turnier keine richtigen Türme. Ich empfehle es auch nicht, Türme zu spielen eigentlich, aber für uns ist es gut, dass die keine Türme spielen in dem Falle, weil wir müssen nur darauf achten, auf welcher Seite... Ja... Wir müssen nur darauf achten, wollte ich sagen, auf welcher Seite die Grabsteine spawnen, um die anderen zu setzen. Unsere einzigste Win-Card ist eigentlich der Ballon. Mit Schweinereiter werden wir kaum durchkommen. Und der Agent, den können wir noch wegknicken. Schneeball. Ja, der Riesenskelett ist vielleicht durch, aber... Ist der, der ist dran, oder? Der Riesenskelett. Schön. Ja, der Agent, der Waste. Ja, okay, immerhin konnte ich den Dart Goblin damit ein bisschen wegbekommen, aber... Der war shit eigentlich, der... Egal. Mein Fehler. Muss halt, ist halt mal so. Gut, er kommt aber auch dran, der Königsgeist, immerhin auf der linken Seite. Haben wir auf beiden Seiten ziemlich gleichen Schaden gemacht. Er hat halt die Minions, oh Gott. Wer spielt das eigentlich? Der spielt auch random, oder? Niemand würde das freiwillig spielen. Ja, schlecht von mir, zu spät gemacht, der Schneeball. Das ist aber noch okay. Also, okay, was ist denn okay, ist halt die Frage, ne? Er greift hier rechts an, so links stört mich das nicht, wenn er Schaden macht. Ich mach mal einen Schweinereiter. Jetzt ist, glaube ich, mal, wenn dann ist der jetzt der Moment, wo ich das machen kann. Ja, er ist dran und der Riesenskelett auch. Also die Bombe, meine ich. Aber wir gewinnen noch nicht, ne? Doch, was, jetzt die 1000 ab auf Level 11? Ja, okay, schön. Schön, schön, schön. Hat der Gegner gut gemacht, er hätte mehr halt auf den Giant Skelly achten müssen. Aber ansonsten würde ich sagen, guter Win und wir gehen in die nächste Deckauswahl rein. Also jetzt sind wir und ich würde sagen, wir nehmen das nächste Deck. 4,3 Schnitt. Ja. Blasrohr, Kobold, Barbarenhütte, Ballon, Freeze, Knall, Minenwerfer, Skelettdrachen und Elite-Barbaren. Die Skelly Dragons könnten interessant werden, der Freeze-Ballon auch. Ich würde sagen, wir gehen in die Runde rein. Gegen Andrea. Auf jeden Fall ein Good Luck an Andrea. Firecracker. Firecracker ist auch eine gute Sache in dem Turnier. Wobei, kommt drauf an, die Leute spielen oft Poison oder Pfeile, wie gesagt, ne? Ich
Ich weiß nicht, was ich setzen soll. Das ist mein Problem gerade irgendwie. Minenwerfer, weiß ich nicht. Was passiert, denke ich? Okay, das testen wir in dieser Runde jetzt aus. Was passiert, wenn man einen, zum Beispiel Minenwerfer, also einen Turm generell, dahin setzt, wo normalerweise ein Grabstein spawnen würde? Sagt das Spiel einfach, okay, nö, ich setze den Grabstein da nicht? Oder es gibt ja dieses, sage ich jetzt mal, einen Moment und setzt einfach den Grabstein auf den Minenwerfer? Oder killt er den Minenwerfer? Das finden wir bald heraus. So, erstmal. Boah, der spielt einen Turm sogar, okay. Ja, E-Buffs sind eigentlich nicht so geil in dem Turnier. Also zum Glück weiß er noch nicht über mein Freeze, weil das meine einzigste Überraschung, die ich habe. So, die ich anwenden könnte. Lass mal hier einen Minenwerfer hinknallen. Der müsste ja länger überleben als der Grabstein rechts. Denke ich jetzt mal. Mal gucken. Na, was macht denn der Grabstein jetzt? Spawnt er wieder rechts auf einmal oder? Ach, jetzt ist halt. Er hat halt leider genau einen Feuerball. Also ist halt auch ein Zufall, oder? Dass der da genau was drauf geschrottet hat. Dann mache ich hier die Barpart. Die müsste länger überleben. Ich will es mal sehen. Ob der Grabstein einfach in der Barpart jetzt spawnt oder wie das jetzt ist. Ach komm, die wird doch jetzt wohl überleben, die Barpart. Bitte, bitte, bitte. Okay, das juckt im Spiel also nicht. Ich bin voll. Ich kann nichts machen. Ja, ich habe leider mit dem. Boah, das Deck ist echt schlimm. Das ist echt furchtbar. Weil du hast halt. Ich habe halt keine Möglichkeit, hier einen guten Push aufzubauen. Ich habe nur den Ballon. Und selbst der wird nicht durchkommen, wenn er einen Tesla-Turm hat. Er hat auch gute Karten gegen mich natürlich, muss man auch sagen. Ne? Aber halt trotzdem. Das Deck an sich ist halt schlecht. Das Deck vom Gegner, meine ich, ist jetzt okay. Ist das jetzt nicht das Beste vielleicht. Aber das Deck, was ich habe, ist halt Katastrophe. Und er hat eh einen Feuerball gespielt, oder nicht? Also er hat den Turm links sowieso. Und selbst wenn nicht, kriegt ihr den. Ja, da ist der Feuerball. Schade. Da war das Deck wirklich zu beschissen, was wir bekommen haben. Wir gehen aber in die Deckauswahl rein. Also hier sind wir wieder. Und ich würde sagen, nächstes Deck. Das gefällt mir. 3,9er Schnitt. Sparky, Riesenskelett, Giftzauber, Holzfäller, Blasrohr, Kobold, Barbarenfass, Rambok und Bomber. Mir gefällt auf jeden Fall der Bomber und der Giftzauber. Wir gehen auf jeden Fall in die Runde rein. Hier sind wir gegen Kapit. Sie, glaube ich, hoffe ich, viel Glück auf jeden Fall in dem Dreh. Und wir setzen Funky auf der rechten Seite direkt, weil er, ja, warum nicht eigentlich? Da können wir auch so ein schönes Barbarrel draufhauen. Eigentlich müsste ich das jetzt nicht machen, aber ich hätte Lust zu. E-Dragon, okay. Können wir einen Giftzauber draufknallen, auch wenn da der eine Grabstein fehlt an sich. Okay, immerhin ist der noch gestorben. Wir machen sowas hier, auch wenn ich gerne das Riesenskelett gesetzt hätte, aber da habe ich zu viel Panik, dass der was anderes rechts dann setzt und ich kein Elixier habe. Klassischer Bomber. Okay, das ist schlecht. Wir haben keine Luftkarten aus dem Dart Goblin. Und unser Cycle ist jetzt nicht gerade so, dass wir immer den Dart Goblin haben. Das ist gar nicht gut. Okay, das ist nicht gut. Das werden wir vielleicht verlieren. Okay, immerhin sterben die Guards jetzt hier. Ah, ich habe nur eine Luftkarte. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ist halt sehr bad, ne? Er spielt halt auch einen Bowler, deswegen er das hier verteidigen kriegen müsste, aber ich habe Hoffnung. Okay, der hat einen Tornado gesetzt, das ziemlich ass war, aber. Ah, hat es leider trotzdem geschafft. Okay. Ja, hat er gut gemacht an sich. Er hat einen Bowler auch. Ja, macht es aber auch nicht schlecht, also ich muss ihn das lassen. Aber das werde ich nicht gewinnen.
Er hat leider auch als einzigste Luftkarte gefühlt. Genau den E-Dragon. Wo halt perfekt. Ich glaube, von allen Luftkarten wäre das die beste, die er haben kann. Aber gut. Manchmal ist es so, dass man Sachen bekommt, die man braucht oder eben nicht. Oh, der trifft den Bowler. Okay, mein Mutter Bowler nochmal getroffen. Das wird schlimm, das wird echt schlimm. Ich habe zwar guten Schaden gemacht. Und ich habe auch zufällig es hinbekommen, den Grabstein da zu zerstören. Daran habe ich jetzt auch nicht gedacht. Aber leider habe ich nicht den Turm bekommen und bin deswegen raus. Ich würde sagen, wir machen noch zwei Runden ungefähr. Und ich gehe in die nächste Deckauswahl. Hier sind wir. Und nächstes Deck. Okay, Prince ist immerhin gut. Also 4,3er Schnitt. Wir haben Elektrodrache, den Koboldkäfig, Banditen, Erdbeben, Prinzessin, drei Musketiere, Wut und die Königsschweinchen. Wir gehen in die Runde rein. So, gegen Your Mom. Dankeschön, aber er kriegt auf jeden Fall ein viel Glück von mir. Und ja, ich muss zugeben, bisher, boah, es ist ein schwieriges Turnier, muss ich sagen, irgendwie, wenn es um Random Deck geht. Das Problem ist, naja, auf jeden Fall der Stand, wen das interessiert ist. Ich habe derzeit 5 gewonnen und 3 verloren. Ich wäre eigentlich mit der letzten Runde auch ausgeschieden aus dem Turnier. Da ich den Pass Royale habe, werde ich für euch aber weitermachen, hier natürlich. Und sowieso, wenn ihr Pass Royale habt, solltet ihr alle Turniere bis zum Ende spielen. Dann nutzt ihr den auch am besten aus, so wie man ihn ausnutzen kann auch. Ja. Gucken wir mal, was er macht. Weil wir haben jetzt 2 Musketiere noch auf der rechten Seite. Wir gehen mal Royal Hawks rein, ein bisschen mäßig. So, er hat tatsächlich meinen Turm schon aber zerstört. Was ziemlich interesting ist, muss ich sagen. Wir haben seinen jetzt schon zerstört, wir haben seinen ein bisschen früher zerstört. Plus, wir haben rechts den anderen Turm nochmal, also den Grabstein, den haben wir zerstört. Jetzt hat er unseren zerstört. Die gute Sache ist, dass... das ist eigentlich gleich. Beide werden sterben. Aber unsere hat noch mehr Leben, zum Glück. Zündet er? Nee. Ich glaube, werde ich auch nicht machen, weil das bringt rein gar nichts. Aber wir haben einen Turmvorteil, könnte man schon fast sagen. Weil wir haben den beinahe. Ich würde sagen, hier die Bandit rein und dann die 3M in die Mitte. Ja, wir müssen schneller handeln, deswegen mache ich sowas jetzt hier. Ist auch okay, aber. Ja, der Holzfäller wird sterben, glücklicherweise. Und unser Royal Ghost wird unsichtbar. Schön. Ach komm, dass die Firecracker jetzt noch überlebt hat, ne? Das ist jetzt nicht wahr. Wir machen mal hier die 3 M's hin, auch wenn da der Giftzauber ist. So viel Damage wird er jetzt nicht machen, weil der, ja, genau, wieder verschwindet. Ich setze mal die Royal Hawks auf der Seite auf. Auch wenn dann Königsgeist gleich rauskommt. Ja, wir können Erdbeben auch gleich in die rechte Seite setzen, um den Grabstein zu zerstören, der kommen wird. Also der kommt hier automatisch. Genau. Ja, die Princess muss dran glauben, aber ist in Ordnung. Und 3M Knicks und dann haben wir den zweiten Turm und eigentlich müsste das geklärt sein dann. Genau. Ja, wir können All-In gehen, ihr kriegt das nicht verteidigt. Cool. Dann würde ich sagen, wir gehen noch in eine letzte Runde rein mit noch einem letzten Random Deck. Und gucken mal, wie es wird. Hoffentlich gewinnen wir das. Ich würde sagen, let's go in die letzte Runde. Hier sind wir. Ich meinte natürlich, let's go in die letzte Deckauswahl. Nämlich in die hier mit 3,4er Schnitt. Mutterhexe mal bekommen. Okay, interessant. Wollte ich ja sowieso noch ausprobieren. Wir haben die Rabauken, den Holzfäller, Blasrohrkobold, Feuergeist, Elektrogeist, Hexenmutter, Skelettfast und Rakete. 3,4er Schnitt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in die letzte Runde rein. Hier sind wir gegen Mohammed DRK. Ich weiß nicht wofür. Oh, jetzt habe ich Danke geschickt. Das meinte ich nicht. Good luck. Und ja, letzte Round von diesem Turnier. Mal gucken. Auf jeden Fall Skeleton Barrel. Ja,
fand den Freeze jetzt nicht so gut eigentlich. Ich fand ihn okay. Spielt auch einen Bowler. Ich kann halt sowas hier machen, ne? Ich weiß nicht, ob es smart ist. Ich bin ja hier, um zu testen auch ein bisschen. Aber er hat auf jeden Fall seinen Grabstein gut geschmettert dadurch, ne? Unserer ist noch voll. Ja, das Problem ist, ich habe kaum gute Blockungskarten, die ich einfach mal reinsetzen kann. Gut, hier kann ich jetzt zum Glück die Rascals reinschmettern. Die dürften das ganz gut geklärt bekommen. Das Barbarenfass war jetzt auch nicht der Knaller von ihnen. Aber gut, so ist es mal. Ein E-Spirit einfach rein zum Cyclen mehr, aber. Und ich kann da nochmal eine Rakete drauf schmettern. Und es müsste tot sein sogar. So, jetzt müssen wir es halt abwehren irgendwie. Das wäre noch gut. Weil da ist halt jetzt, ne, eine große Armee, würde ich mal sagen. Kann der Grabstein spawnen vielleicht ganz schnell, aber. Danke. Ey, und wir haben das gut abgewehrt eigentlich. Und er hat keine Guards mehr, die da kommen. Ansonsten sehe ich ganz gut. Es wäre schon immer gut, wenn ihr könnt, aber auch den Grabstein zu beschädigen oder zu zerstören sogar. Glaube ich, weil das lohnt sich halt einfach, wenn der weg ist dann erstmal. Können wir die Hexenmutter einsetzen. Wir können auch mal links reingehen dann, ne? Ich weiß nicht, ob der Baby Dragon getroffen wird von der Rakete. Ich glaube ja. Gut so. Und ich würde sagen Holzfäller, außer kommt Ballon. Kein Ballon kommt rein. Dann machen wir das so. Feuergeist cyclen wir. Und das Cycle ist jetzt zum Glück relativ gut. Wir können auch den Dark Goblin noch dazusetzen dieses Mal. Für mehr Damage. Oh, okay. Daran habe ich nicht gedacht. Okay, jetzt aber nicht hinbekommen. Gut so. Ist geschafft aber von unserer Seite. Er müsste das nicht mehr schaffen können. Falls noch ein Ballon reinkommen sollte auf die Schnelle, machen wir natürlich eine Rakete einfach drauf und gut ist. Einfach so. Und das müsste es gewesen sein. Das war das ganze Turnier. Oder nicht das ganze. Wir haben jetzt bis zur Hälfte oder so gespielt. Beziehungsweise ich mit Random Decks. Das ganze tue ich euch jetzt nicht an. Mit Random Decks. Vielleicht wenn eine Auswahl da ist oder so. Weil die mag ich sehr. Und hier sind wir auch. Beim 7. Sieg und 3 Niederlagen hatten wir insgesamt. Kann ich euch gerne nochmal hier demonstrieren. Aber auch. Wo habe ich das Turnier begonnen? Hier, ja, genau. Den ersten haben wir gewonnen, den zweiten haben wir gewonnen, den dritten haben wir gewonnen, den vierten haben wir verloren, den fünften. Jetzt bin ich abgelenkt gewesen. Nochmal. Den ersten haben wir gewonnen, zweiten haben wir gewonnen, dritten haben wir gewonnen, vierten haben wir verloren, fünften haben wir gewonnen, den sechsten haben wir gewonnen, den siebten haben wir verloren, den achten haben wir verloren, den neunten haben wir gewonnen und den zehnten haben wir gewonnen. Das heißt, wir haben von 10 Runden 3 verloren. Ist eine gute Quote, würde ich sagen. Den hole ich mir natürlich selber nochmal den Banner da ab. Und ansonsten, wenn ihr vorher das Turnier austesten wollt, bevor ihr richtig spielt, falls ihr kein Pass Royal habt oder so, kann ich das nämlich verstehen, könnt ihr oben gestörte Ruhestätte spielen und es ausprobieren, ohne zu verlieren. Ist noch ein Tag und 19 Stunden da. Wobei, wenn das Video rauskommt, ist das wahrscheinlich nur noch so ein Tag da. Ja, das ganze Turnier ist dann nur noch ein Tag da. Also macht schnell, wenn ihr noch nicht da wart. Und ansonsten hoffe ich, hat dieses Video gefallen. Gebt nochmal einen Hoch dafür, mehr Clash Royale. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, könnt ihr auch die Glocke aktivieren. In der Videobeschreibung könnt ihr meinen TikTok auschecken. Und nochmal, guter Letzt gesagt, falls ihr Content von Clash Royale sehen wollt, was auch immer, schreibt mir das gerne in die Comments. Falls ihr von mir sehen wollt, wie ich in Liga bis Ultimate Champion komme oder weiter pushe. Falls ihr einfach wollt, dass ich hier ganz normal bei 9000 Trophies oder so ein Deck teste von euch wieder mal. Oder falls ihr sonstiges wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare und vielleicht mache ich das. Ansonsten sehen wir uns, bis zum nächsten Mal und ciao. Leute.